So, da sind wir wieder. Und ich würde jetzt gerne mal die anderen Pflanzen irgendwie wegpacken. Aber tatsächlich habe ich eine Idee. Gibt es hier auf diesem Server Door? Nein, gibt es nicht. Verdammte Scheiße. Ah, Kacke. Weil da wäre nämlich diese Door richtig geil gewesen. Hätte man die Blumen so als Regenbogen anordnen können oder sowas. I don't know. Aber gibt es leider nicht. Ah, das ist ja blöd. Das ist natürlich recht blöd. Na gut, dann müssen wir doch noch eine klassische Kiste nehmen. Stelle ich die raus? Oder stelle ich die, weil es ja was Schönes ist? Hier oben einfach hin? Das wäre gar nicht mal so schlecht. So. Hier kommen erstmal die ganzen Pflanzen rein. Und hier dann die Farben. Dann genau. Das Problem natürlich jetzt, gibt es so viele Pflanzen. Ich würde jetzt schon so ein bisschen versuchenderweise als Regenbogen anordnen. Aber ich glaube, dafür gibt es einfach zu viele. Ach nee. Eine Kiste reicht nicht mal aus für alle Pflanzen. Was ist das für ein Kacke? Guck mal, Kiste ist schon fast voll. Ja, passt gar nicht rein. Weil wir aber hier noch ein paar. Ja gut, das ist natürlich ein bisschen traurig. Da müssen wir doch ein bisschen sortieren. Kommt hier also alles rein, was so rötlich-gelblich ist? Und in Richtung weiß. Ach, guck mal, das ist auch, eben ist auch eine weiße Pflanze. Ne, ist rosa. Gut, das heißt, genau, rosa würde ich dann nämlich hier auch noch mit reinmachen. So. Und alles, was halt nicht so in dem Farbraum passt, kommt dann hier mit rein. Heißt also so blau, grün, lila. Und schon haben wir auch eine Art von Ordnung. Und in die Kiste kommen die ganzen Farben rein. Da war zum Glück nicht so viele. Oh, sind doch noch mal zwei weiße Pflanzen. Weiß würde ich dann eigentlich hier mit reinpacken. So. Beziehungsweise eine können wir nehmen und dann außen draußen hinpflanzen. Tja, noch ist hier nichts so viel gewachsen. Iris, Irena, genau, so zwei verschiedene Pflanzen. Ja. Ich glaube, ich müsste die auch ein bisschen weiter verteilen, ne? Weil ich glaube, wenn zu viele Pflanzen auf einem Fleck sind, verbreiten die sich eh nicht. Bis sie also eher in so einem Großraum verteilen. Na, können wir gleich machen. Erstmal packe ich mal die Farbe hier noch um. Und zwar machen wir einfach mal einen Ringbogen. Das heißt, anfangen tun wir mit Ultraviolett. Dann gehen wir nach Blau. Über Türkis. Nee, das ist Bullshit. Erst kommt das, dann kommt das, dann kommt das. Dann gehen wir über Türkis, was wir nicht haben. Na doch, das hier ist ja Türkis. Grün. Dann gehen wir von Grün über Gelb nach Rot. Und dann kommt noch wie das hier, I don't know. So, und die Dinger, die müssen wir aufheben. Hatte davon nicht mehr gehabt? Echt nur drei? Sad life. Wir machen jetzt mal Folgendes. Böser Blitz. Wie mit dir. So, und zwar packen wir an jeder Hausecke eine Blume, damit die auch schön Sonnenlicht hat.
Ganz ehrlich, an der Hausecke mache ich dann tatsächlich hier die Blume. So. Und die beiden sind etwas kleiner. Alter, was ein Gewitter hier. Gewitter im Kopf. Die beiden Blumen, die packe ich hier unten. Hier ist ja unsere Farm. Eine nach da. Und eine nach hier. Voilà. Das sind auch die beide schon weit auseinander. Das heißt, auch die können möglichst effektiv sich verbreiten. Und die haben ja auch rundherum kaum Blumen. Gar keine Blumen, wenn man mal ehrlich ist. Das heißt, auch die müssten sich vervielfachen. Am meisten bin ich auf die gespannt. Die wird sehr schön. Flower. Ach du Scheiße. Okay, geht. Okay, geht. Aber hier sieht man zumindest schon mal, gibt's ja eine Menge Blumen. Egal, ich brauche einen Blumentopf. Jetzt ist die Frage, reicht ein kleiner oder nämlich ein großen? Aber kurz, wenn ich jetzt den habe und daraus drei kleine mache. Manchmal andersrum. So hier. Ne. Terrakotta. Ah, Ton und Kies. Oh, das sieht doch gut aus. Kies haben wir noch ein bisschen. Ton haben wir auch noch drei Klümpchen. Dann passt das ja. So. Bis Kies. 1, 2, 3. Und ein Eimer mit Wasser. Einmal müssen wir uns erstmal bauen. Hey. Danke. So. Oh, wie weit da What the fuck? Was ist das für ein Geräusch? So. Dankeschön. Achso, ich muss nochmal ins Wasser gehen, um die Wasser mal aufzufüllen. Guckt schon, ob sie sich hier als Blut verbreiten, obwohl es ja hier immer noch Nacht ist. Da tun sie ja eh nichts. So, haben wir das auch. Bam. So, und das müssen wir jetzt hoffentlich einfach einschmelzen. Genau. Rein mit dir. Und ein bisschen Holz. Wir haben so viel Stuff, was wir verbrennen können. Wir können doch einfach direkt Kohle verbrennen, wie normale Leute es tun würden. I don't know. Aber ganz ehrlich, unsere Holzkiste ist so voll. Da räume ich lieber hier ein bisschen auf. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich heb lieber ein bisschen Holz auf und baue damit später neue Leitern. Als vielleicht direkt. Und verbrenne lieber jetzt Leitern. Als jetzt Holz zu verbrennen oder später nicht mehr für andere Sachen einsetzen zu können. If you know what I mean. I don't know. Brauchen wir Gras? Bin ich Snoop Dogg oder was? Oh, verteilt euch hier, Pflanzen ihr.
Denn mit der Macht des Mondes werde ich meine Pflanzen verteilen. Tralli. So. Was suche ich gerade? Ach ne, genau, wir waren ja gerade. Digga. Kurzzeitgedächtnis des Grauens. Danke, du bist zu reichen. So, Erde brauchen wir auch noch. Und wir brauchen ja. Reicht doch. Wir müssen. Eigentlich müsste doch reichen. So. Wie groß bist du? Oh. Okay, das ist doch vielleicht ein bisschen sehr groß. Problem ist, bei denen kann ich die Pflanzen jetzt nicht reinstellen, oder? Das heißt, ich müsste das hier jetzt erstmal mit den Pflanzen kombinieren. Problem ist, kriege ich die Dinger später wieder zurück? Nee, kriege ich nie wieder zurück. Wenn ich die einmal kombiniert habe, kriege ich die nie wieder zurück. Boah, ist das fies. Ah, fuck my life. Weil ich weiß nicht, wie das jetzt denn hier im Echten aussehen würde. Gut, dann gucke ich mal, ob wir oben irgendeine Blume haben zum Opfern. Was haben wir am meisten? Oder anders gefragt, was sieht am hässlichsten aus? Das hier sieht zum Beispiel schon sehr interessant aus. Oder ganz einfach das hier zum Beispiel, davon finden wir 10 Milliarden. Nehmen wir mal davon eine. Und da würde ich mal sagen, na klar, die kann man natürlich wieder nicht machen. Ach, die Arsch. Machen wir einfach ein paar große Blumentöpfe. Na gut, kriegen wir nur einen raus. Mit den kleinen Blumentöpfen versuche ich es, wenn sich die Pflanzen unten tatsächlich wirklich vermehren und wir dann bald davon viele haben, dann können wir solche Scherze machen. Aber jetzt, wo wir nur drei davon haben, davon eine zu opfern, ist mir zu blöd. Achso, halt, die brauchen noch eine. Brr. So. So, Pflanze Nummer 1 kommt hier hin. Pflanze Nummer 2, direkt beim Reinkommen. Nö. Bei uns im Zimmer? Nö. Hier ins Atelier. Schon eher. Tada! Easy. Okay. Und hast du hier irgendwas verteilt? Nee, ne? Ah, wie vermutet. Da würde ich wahrscheinlich auch nichts verteilen. Sad life. Oh ja, wir lassen mal hier. Vielleicht verteilen sich ja doch noch. I don't know. Ich glaube persönlich eher nicht. Ich glaube, damit sie sich verteilen, müssen wir nämlich auch das ganze Gras hier abmachen. Irgendwie sowas war das. Weil eben, die wachsen nämlich nur, wenn innerhalb ihrer Umgebung keine weiteren Pflanzen sind. Oder nur unterhalb einer bestimmten Menge. Und das Problem ist, Gras zählt dabei, glaube ich, auch mit dazu. Ich glaube, irgendwie so war das. Das heißt, da hinten bei der zum Beispiel, hier ist relativ wenig Gras. Die könnte sich tatsächlich verteilen, vielleicht. Hier ist es auf jeden Fall zu viel. Hier ist es erst recht zu viel. Und ja, hier halt auch. Das heißt, wir machen hier mal Kahlschlag. Beziehungsweise vor allem hier bei der ist es am wichtigsten. Das Schöne ist am Gras, wenn wir es irgendwann mal doch wieder haben wollen, können wir es einfach wieder hin platzieren. Bam, fertig. Also, easy.
Da haben wir keine Verluste. Und schon hat es geklappt. Oh mein Gott, ich krieg ein Kind. Das heißt, der ganze Gras, das alles hier muss weg. Muss alles weg. Oh mein Gott, das ist es mir wert. Holy shit. Na, schon haben wir zwei Stück davon. Ist doch gar nicht mal so schlecht. So sollte reichen. Mal hier noch ein bisschen. Oh, das ist krass. Weg damit. Das Problem ist, auch Gras breitet sich unter den gleichen Umständen weiter aus. Das heißt, ich muss wirklich das Gras weiträumig entfernen, damit, wenn es sich ausbreitet, noch nicht direkt wieder da dran wächst. Ah, zwei Pflanzen. Das ist gut. Ah, oh, so schön. Weil das Witzige ist, halt, ist sogar relativ. Oh, drei! Sogar relativ realistisch, weil das Gras ist ja quasi wie Unkraut, ne? Und auch beim Echten musst du eine Wiese Unkraut frei halten, damit die Pflanzen, die du eigentlich pflanzen möchtest, wachsen können. Das heißt, wir machen hier quasi auf Gartenarbeit, wie man es sich auch im Echten machen würde. Was schon recht witzig ist. Was ist das hier eigentlich alles? Ist doch neu, oder? Bitte Zwiebeln oder was? Nettle. Braucht mir gar nichts. Habe ich die Fackel aus Versehen abgebaut? Und wie man sieht, ne? Da wo überall noch Gras ist, haben sich die Pflanzen kein bisschen verbreitert. Und hier, wenn das alles frei ist, bumm, gleich zweimal. Also es lohnt sich auf jeden Fall. Bei der Pflanze weiß ich nicht, gilt das ja auch als Pflanze? Wobei dürfte nicht, weil dann hätte ich sie... Ach nee, ach nee, hinten ist es erst. Ganz ehrlich, dadurch, dass die eh nicht wachsen, nehme ich die auch mal weg. Denn ich glaube, selbst die Dinger gelten als Pflanze. Alles, was hier bei Group Flowers drin ist. Das alles hier. Und da können wir mal ganz kurz durchgucken. Die ganzen Pflanzen, wie gesagt, die ganze Gras. Nee, okay, ist kein Gras. Chat, weiß ich eigentlich ja gar nicht mehr, was überhaupt Flowers. Nee, eben Flowers sind ja nur Blumen. Ich glaube, irgendwas mit Plant-like oder Plant-life oder. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie die Gruppe heißt. Aber wie gesagt, es gab irgendeine Gruppe, auf die hört das Ding. Und sobald davon halt zu viel in der Nähe ist, war es halt. Ist das? Weiß ich gar nicht. Wir haben noch dieses Inspection-Tool, oder? Damit müsste man noch sehen, welche Gruppen die Dinger zugehören. Orange Tree Sapling, located on the WhatsApp, sind folgend Dixes. Ah, ne, man sieht nicht, zu welcher Gruppe das gehört. Das ist ja blöd. Ne, die Gruppen sieht man nicht davon. Das ist ja blöd. Was? Achso. Ja, hier breitet sich nichts aus. Und ich wette mit euch, sobald ich die Dinger hier wegnehme, wird sich das Ding ja auch verbreiten.
Wie gesagt, ist nicht schlimm, weil die Orangenbäume wachsen eh nicht. So. Von daher. Boah, der richtige Gartenarbeiterfolge hier. Heieiei. So, das Ding müsste jetzt eigentlich verbreiten können. Oh, schon 4 Blumen, Alter. Leute, guckt euch das an. Das ist doch geil. Wenn jetzt alle Theorien stimmen, gut, hier ist sowieso noch ein bisschen viel Gras, müsste sich die da eigentlich verbreitern, also ausweiten, und die beide hier nicht. Aber irgendwie fährt sie sich ja auch nicht fort. Oh, ja. Da wurde unser netter Nachbar, der immer irgendwelche Schilder aufstellt. Ganz vergessen. Tja, irgendwie wächst sie hier nicht. That's very sad. Und das Problem ist auch, die bedrängen sich natürlich gegenseitig, ne? Weil die selber zählen ja auch zur gleichen Gruppe. Das heißt, wenn man jetzt zu viele Pflanzen davon und auf einmal hat, wächst auch nichts mehr. Deswegen müssen wir jetzt auch hier ab und zu mal welche abbauen. Und ich würde jetzt tatsächlich einfach mal testhalber hier eine hinpacken und hier eine hinpacken. Bin ich mal gespannt, ob die sich hier trotzdem ausbreiten oder ob die weißen Blumen an sich einfach sich nicht fortpflanzen. Also natürlich grauenhaft. Nehme dich mal weg. Und pack dich mal lieber hier hin. So. Voilà. Bin mal gespannt. Ja, was denn am nächsten Tag passiert. So. Genau, wir haben jetzt hier ein paar Blümchen. Das ist schon mal sehr schön. So, dann erstmal Inventar leer machen. Das ist echt Katastrophe. So. Hat sich mittlerweile hier irgendwas getan? Oh ja, doch, doch. Das sieht gut aus. Dann nehmen wir mal kurz unser Schwert, falls wir angegriffen werden. Und dann machen wir ein bisschen Gartenarbeit, gell? Im Dunkeln. Habe ich eine Fackel dabei? Kann auch zum Abbauen locker eine Fackel benutzen. Der ist wesentlich nicht ganz so dunkel. Da, 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 da.
Lol. Keine Ahnung, was das erste Wort bedeutet. So. Gucken wir mal, was für Saplings wir jetzt hier alles oben haben. Wir müssen erstmal noch weiter unser Inventar hier aufräumen. It's way too much. Was ist jetzt eigentlich hier mit Pein? Das Würste kommt auch noch rum. Kokosnuss. Gehört eigentlich doch alles in den Kühlschrank. Renne mit dir. So. Dann schauen wir mal, was wir jetzt am meisten haben. Natürlich die beiden Sachen, die wir schon ewig haben. Wobei, davon haben wir schon mehr als 100. Eieiei. Gut. Du da rein. So. Ah, wieder 45. Dort ja nun bloß noch ewig. Eieiei. So. Eisen kommt damit rein. Einmal das Werkzeug. Du auch. Und das ist Holz. So. Gut. Das Wichtigste ist das. Bei dem anderen, ja, Hahnfrauen auf jeden Fall nicht. Da war ich schon mehr als genug. So. Ah, hier brauchen wir ein bisschen. Hanf brauchen wir echt quasi gar nichts aktuell. Packe ich mal komplett erstmal weg. Und das Wichtigste ist tatsächlich die beide. Da machen wir so viel, wie reinpasst. Also erst das, dann bei dem Rest die beide. Was dann noch übrig bleibt an Platz, das können wir dafür verwenden. Das klingt doch nach einem Plan. Let's go! So, Baumwolle machen wir hier hinten hin. Flächer. Schlachte dich gleich. Oh. Oh, mittlerweile haben wir echt ganz schön viel Baumwolle. Oh, haben wir aber ganz viel Vollkornbrot bald. Sehr geil. Gut, eigentlich können wir hier mittlerweile. Ach nee, hier geht es ja nicht durch den Baum. Tja. Die Frage, ob wir den Baum als nächstes. Hilfe, ich bin in den Baum drin. Oh mein Gott. Die Frage, ob wir den Baum als nächstes irgendwie entfällen. Auf was denn die halt ist? Das ist ja im geschützten Gebiet. Ah, verdammt. Ja, nicht.
Wahrscheinlich wächst jetzt auch die ganze Scheiße so langsam. Gut, wisst ihr was? Da oben das Ding. Da ist der Baumstamm. Jetzt mit dem komme ich nicht rein, weil er geschützt ist. Oh doch. Nice. Hätte man mal meine Schere mitnehmen sollen. Na gut, ich mache mal die Schere und die Axt. Sonst ist das hier. Oh mein Gott, es funktioniert. Aber die wiederum nicht. Obwohl hier überhaupt keine Blume in der Nähe ist. Die nächste ist da vorne erst. Die breitet sich auch nicht weiter aus. Hier hinten auch nicht. Achso, na oder. Ah ne. Hab kurz überlegt, weil wir da vorne aktiv waren, dass das da hinten schon so weit raus war. Aber eben, du bist ja das ja trotzdem hier. Wir waren ja hier. Also. Wenn das hinten aktiv war, dann das hier auf jeden Fall auch. Aber was? Wir lassen einfach mal noch ein bisschen länger wachsen. So. Eilt ja alles nicht. Nein, ich stehe da. Gut, dann heißt es in der nächsten Folge erstmal weiter die Bomben massakrieren. Aber mit der Schere geht es ein bisschen schneller. Ja, wie gesagt, erst in der nächsten Folge. Von daher. Bis dann.